Willkommen bei eurem Nordmann. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, man hat ja schon lange nichts mehr von mir gehört oder, sage ich mal, Neues gesehen. Tja, das Privatleben zieht einen mächtig ein. Da passiert das halt mal. Kaffee. Ja. Aber heute hat der Nordmann ein kleines Special mit euch vor. Ich bin jetzt auch vorhin erst zur Tür rein und hier alles aufgebaut, gemacht, getan, damit es gleich in die Vollen geht, damit ihr neuen Stoff habt zum Schauen. Und zwar hat der Nordmann Post bekommen. Vape Mail. Diese Vape Mail werde ich jetzt zusammen aufpacken. Mit euch natürlich, klar. Wir schauen rein, was drin ist. Und darum folgt natürlich dieses Video, beziehungsweise darum dreht sich heute in diesem Video. Ich habe es da schon mal angesprochen, dass ich umschulungstechnisch auch ein bisschen eingebunden bin. Also seid mir da nicht böse, wenn es bei mir vielleicht ab und zu mal ein bisschen dauert mit dem Video. Aber dafür tut und macht der Nordmann, was in seiner Macht steht, damit ihr neuen Stoff zu sehen bekommt. Und dass natürlich euer Haben-Will-Virus gestärkt wird, ne? Und deswegen, heute Post aus dem Briefkasten geholt. Ich weiß ja, was drin ist. Und ich denke mir mal, anhand der Videobeschreibung habt ihr es auch schon gesehen. Ja, das ist gut verpackt. Gut verpackt. Ja, an den Seiten ist das auch noch zu. So, es dauert nicht mehr lange und die Enthüllung ist groß. Da seht ihr schon mal viel Papier. Und heute beim Nordmann in seinem Video geht es um den iJoy RDT A5. Ich bin genauso begeistert wie ihr. Also ich bin richtig scharf drauf, den jungen Mann hier zu begutachten. Und ja. Wir sehen uns in den Details auf dem Tisch und dann schauen wir uns das Gerät zusammen an, schmeißen eine Wicklung drauf, wattieren ihn, dampfen ihn am Ende. Bis gleich. So, dann willkommen in der Detailansicht zu dem iJoy RDT A5 Cloud Vapor. So, also die Packung, Umverpackung ist ja schon mal richtig fetzig gemacht, ja, also außer natürlich das. Wir wissen, dass wir Nikotin zu uns nehmen, falls einer damit bei euch draußen Nikotin dampft. Hier nochmal der Hinweis, das Produkt ist dafür da. So, dann haben wir hier jede Menge Text. Wir haben hier unsere Features. Wir haben einen 4ml-Tank, wir haben einen Durchmesser von 55 mm. Wir haben ein innovatives so Topfüllsystem, erkläre ich euch gleich. Ich finde es mega geil für eine RDTA, definitiv angebracht, und so müsste es eigentlich auch sein. Wir haben eine Bottom Airflow, eine Side Airflow, richtig fett, ein Resin Drip Tip oder Resin Drip Tip, Single Coil können wir hier auch wickeln. Hier nochmal das Zubehör, was drin ist, die Farben, in der iJoy RDT A5 zu haben ist, Stainless Steel, Black oder Gold. Hier will er auch schon abhauen. Wir haben aber dann noch auf der anderen Seite unseren Stretch Code zum Checken, ob es natürlich ein Original ist. So, die Unverpackung machen wir mal weg. An der Seite haben wir hier so eine schöne Packung. Die machen wir auch auf. Dann kommt uns erstmal hier ein Ersatzteiltütchen entgegen. Hier sind noch die Wicklungen drin, die von iJoy mitgeliefert werden. Ich gehe mal stark davon aus, das ist eine, ja, Clapton Coil. Jede Menge Ersatzdichtungen. Hier ist auch der Noppen für die Single Coil Wicklung noch mit drin in diesem Tütchen. Sehr, sehr coole Geschichte. Hier haben wir einen kleinen Schraubenzieher, der immer bei dieser Umverpackung von iJoy nie gleich raus möchte. Ich zeige euch den trotzdem mal, weil wunderschön und gut, dass so ein Ding dabei ist. Ich nutze ihn aber ungern, weil, ja, ich weiß nicht, wie der verarbeitet ist, mit was der verarbeitet ist. Aber bei mir klappt es nie. Entweder macht man sich die Schrauben nachher rund oder man reißt sie ab, und das muss ja nicht sein. Wir haben ein Ersatzglas dabei.
Ja, schön stabil, schön dick. Ersatzgläser sind beim Nordmann immer gut. Und hier haben wir unseren Rui. Ist der aber schwer. Ja, also er ist schon mal richtig massiv. Guckt euch mal dieses geile Trip-Tip an. Ja, also jeder iJoy RDT A5 hat ein eigenes. Also es gibt immer unterschiedliche. Man kann die bestimmt auch mittlerweile nachkaufen. Gibt es also, wie wir jetzt auch gleich sehen, hier ein 15er Trip-Tip. No chance. Also hier passt nur unser innovatives Resin-Trip-Tip drüber und ich finde das richtig schick. So, den Rest der Verpackung tue ich auch mal zur Seite, weil dann können wir nämlich uns den komplett erstmal auseinanderlegen. Wir haben hier unsere Top-Cap, ein bisschen ja, Spritzschutz und ein Snubbel. Diesen Schnubbel, ich hoffe, ihr seht ihn, erkläre ich euch gleich. Der sitzt nämlich hier in diesem großen Loch. Dann können wir noch diesen Ring hier abnehmen. Dann kommen wir schön an die Wicklung, falls wir an der Watte irgendwie links und rechts oder sowas nochmal irgendwie nacharbeiten müssen. Wir können diesen Ring hier noch abziehen, wenn er denn möchte. Möchte er nicht? Er möchte. So. Wie wir jetzt auch schon gerade sehen, es wird alles schön gehalten von O-Ringen, also es ist alles bombenfest. Also ich muss wirklich sagen, so der erste Eindruck, megamäßig verarbeitet. Also es soll ja die fünfte Generation sein von den iJoy RDTAs und auf den ersten Blick muss ich wirklich sagen, Wahnsinn, was sie hier auf die Beine gestellt haben. Ja, hier haben wir unser Velocity Style Deck. Ne? Wir haben eine schöne Bottom Airflow, die ein bisschen hochragt. Damit das nicht so leicht sifft oder so schnell sifft. Wir haben hier unsere Kanäle für die Watte und das hier ist unser Befüllsystem. Hier rein machen, tun wir unser Liquid drücken und dann kommt das hier raus. Ja, also wir müssen nichts mehr seitlich auffüllen beim Combo zum Beispiel oder bei den RDDAs vorher von iJoy. Hier in die Mitte, ich weiß nicht, wer es von wem kopiert hat, es gibt ja viele, viele Verdampfer mittlerweile, die dieses System haben und ich glaube beim Apokalypse RDTA war es genauso. Ich habe jetzt gerade gesehen, an der Seite haben wir ein kleines Schräubchen. Ich glaube, dieses Schräubchen müssen wir entfernen, damit wir überhaupt dass wir die Base überhaupt abschrauben können. Also bei diesen Schrauben immer schön aufpassen, dass die nicht verloren gehen, aber es hält eigentlich so auch bombenfest. Ja, und dann haben wir hier wie so ein Klickverschluss, ist das. Ja, also es ist wie so ein Bügelverschluss hier, der klickt dann. Ne? Also man kann das hier dann wieder draufsetzen. Ne? Hier draufsetzen und dann tut man den, eben hat er es doch wunderbar gemacht. Warum macht das denn jetzt nicht? So. Hier ist unser seitliches Loch. Er hatte sogar zwei. Hatten wir zwei Schrauben? Nein, ne? Nein. So. Dann setzen wir den hier über das Loch wieder drüber. Und dann können wir den eigentlich wieder hier so zurückschieben, ne? Das will er jetzt gar nicht machen. Warum auch immer. Habe ich es falsch rum? Nein. Wie gesagt, ist Unboxing. Ich habe mich mit dem iJoy iJoy RDT A5 noch nicht befasst. Also wie ihr seht, einmal dann rumdrehen, rechts rum. Dann können wir das hier noch schön abziehen. Von der Base zum Watte verlegen, ne? Und kommen dann auch richtig schön ans Glas oder dann auch zum Reinigen. Und wenn wir es dann wieder drüber setzen, in der Stellung rechts gedreht, rüber, links ist es fest und dann mit der Schraube wieder fixieren. Ich lasse die Schraube jetzt mal kurz draußen, weil ich wollte euch nämlich noch, was war denn jetzt eigentlich das nächste hier? was zeigen, und zwar haben wir ja hier unsere Bottom Airflow, ja,
die wir uns auch schön einstellen können, ja. Also es läuft super, richtig super. So, jetzt nehmen wir den Ring, setzen diesen Ring hier wieder rauf. Und hier haben wir unsere Side-Airflow, die nochmal direkt an die Wicklung ragt, sodass die Luft an die Wicklung kommt und von unten. Ja, also man kann die auch individuell einstellen, hier dann durch die Cap. Wenn die dann drauf sitzt, kann man sich hier dann auch schön die Airflow oben einstellen. Also man kann das individuell gestalten, wie man das möchte, finde ich saustark gemacht. Ja, um mehr Luft, Geschmack, Dampf, wie der ein oder andere das nun mal möchte, sich das individuell einstellen. Ja, also ich finde es richtig, richtig stark gemacht, was hier iJoy auf die Bühne, auf die Beine gestellt hat, Bühne gestellt hat. So, mein Klickverschluss. So, zack. So, unser Velocity Style Deck. Hier haben wir unsere Wattekanäle. Jetzt gehe ich gerade mal her. Setzen wir den guten Jungen auf Andrometer. Zack. Achso, ganz wichtiges Detail. Glatt vergessen. Wir haben hier eine weit rausragende Pluspolschraube. Also kann man das auch schön für mechanische Geräte benutzen, die RDTA. Also für eine Tube oder für eine Box, Noisy Cricket etc. etc. Nicht einstellbar, ne? Weil es ist nur zum Zerlegen. Deswegen schaut sie schon so weit raus. Ja? So, wo ist jetzt mein Ohmmeter? Das haben wir hier. Zack, hier rüber geschraubt. Jetzt machen wir uns die Madenschrauben hier auf. Und ich muss euch ganz ehrlich mal was richtig Cooles sagen. Ich mag Madenschrauben, die in Kreuzschlitz gehalten sind. Ewig das mit diesem Innensechskant, das ist richtig, richtig nervig. Aber es ist halt weit verbreitet, vor allem beim Velocity Style Deck. Und deswegen war ich hier richtig, richtig froh, als ich dann gelesen habe, dass da, ja, Kreuzmadenschrauben drin sind. Als Draht verwende ich heute diesen Fused Clapton von Demon Killer. Vielen, vielen Dank an meinen Sergej von der CCB, der mir diesen Draht zur Verfügung gestellt hat. Ich werde ihn jetzt verbauen. Ich habe mir auch meine Wicklungen schon vorbereitet. So, wir machen einmal hier, zack, Plus und Minus. Ne? Möchte jetzt hier nicht rein. Ist die Schraube noch zu weit unten? Kann das sein? So. Zack. Zack. Linkshänder. Linkshänder von Beruf. So. Zack. Eine Seite fest. Achte immer mehr vermehrt darauf, dass ich euch nicht aus der Kamera entwische. Zack. So. Das sieht eigentlich schon recht, recht gut aus. Das gefällt mir schon richtig gut. Wie gesagt, die Wicklungen vom Nordmann sind jetzt auch keine... kein Maßstab, beziehungsweise ich mache die jetzt auch nicht 100%, weil, ja, was nützt mir so eine richtig schicke Coil oder hübsche Coil, wenn sie am Ende nicht schmeckt, ne? Und deswegen lege ich wirklich mein Augenmerk eher auf den Geschmack und auf die Dampfentwicklung, die darf ja natürlich nicht fehlen. Deswegen habe ich mich jetzt hier bei der RDTA für den Draht vom Sergej entschieden. Und diese Fuse Clapton, die
kann man mal immer schön noch mal mit einer kleinen Zange so zurechtdrehen. So, habt ihr gesehen? Schon kerzengerade. Natürlich darauf achten, dass hier der Abstand gegeben ist, jetzt zum Befüllsystem, weil wir wollen uns ja keinen kurzen reinhauen, gell? Das muss nicht sein. So. So. Super. Was sagt das Ohmmeter? 0,43 Ohm. Landen wir am Ende so, ja, bei 0,2 in der Richtung. Halt, jetzt wollte ich schon wieder die Watte durchziehen, aber wir haben ja den guten Kerl noch gar nicht ausgeglüht. Müssen wir natürlich dann noch machen. So, Coil Nummer 2. Wie gesagt, dadurch, dass ich den heute neu bekommen habe, erst den iJoy RDTA5, und das jetzt, sage ich mal, alles mehr oder weniger, ohne ihn vorher getestet zu haben, mache, kann es vielleicht sein, dass ich die Wickelarie hier dann beim Video, dass ich die dann vorspule. Ja, also dass das dann ein bisschen schneller läuft. Aber man hört mich natürlich dann schneller quatschen. Also lassen wir es einfach so. Ne? Dann wird es halt mal ein kleines, längeres Video vom Nordmann. Die Coil gefällt mir so schon richtig gut. So, und außerdem möchte der ein oder andere da draußen das ja auch bestimmt sehen, wie das gemacht wird oder wie ich das mache. Weil es gibt schon wirklich Experten, die machen da zack, zack, und dann ist die Wicklung da drauf und dann ist das ratzfatz erledigt. Und ich bin jetzt gerade mal der Meinung, dass ich hier das auch so lassen kann. Ich ziehe mir den noch ein bisschen zurück, so. So lassen. So. Wie gesagt, ist nicht hübsch, aber selten, sage ich immer. Wie gesagt, schmecken muss der Kollege. Ach so, jetzt schauen wir gerade mal, was das Ohmmeter sagt. 0,24. Perfekt. Ab auf die Thor's Hammerbox. Wunderbar, sogar eine schöner Wert für eine Tube. Jetzt fangen wir mal langsam an, den auszuglühen. Oh, der kommt ja jetzt so schon richtig schön. Wobei der mir hier noch ein bisschen zu nah am Befüllsystem sitzt. Natürlich nicht mit Metallgegenständen einfach da an die Coil gehen, beziehungsweise wenn ihr die Coil mit der Wickelhilfe nochmal ausrichtet, achtet bitte darauf, dass ihr nicht den Feuertaster drückt aus Versehens oder sowas. Ach, schaut mal, das glüht ja schon mal phänomenal. Dann drücken wir uns die jetzt in der Mitte hier ein bisschen zusammen. Wunderbar. Lassen wir den jetzt mal kurz 2 Sekunden auskühlen, weil dann lasse ich den guten nämlich gleich da drauf.
Wenn ihr natürlich Fragen, Anregungen habt zu der Wicklung oder falls ich irgendwas vergessen habe oder wenn ihr nochmal das sehen wollt unter das Glas, das ist alles gesteckt, hier seht ihr, das kann ich dann hochnehmen. Also kann man schön abziehen zum Säubern. Wicklung ist jetzt nicht die schönste vom Nordmann, aber der Geschmack macht es bei mir und nicht die Schönheit einer Wicklung. So, als Watte benutze ich die Cotton Bacon V2, die mich jetzt gerade wieder ein bisschen ärgert. Es aber für vernünftig hält. Dem Nordmann zu gehorchen. So, ich schneide hier unten an den Gummirändern ab, die Watte. Weil man kann sich die ja dann auch so ein bisschen rauszupseln. So. Leg mir die Watte gleich hier in meine RDTA. Tu die Watte hier in meine Führung rein. Klar sieht das jetzt ein bisschen viel aus von der Watte her, was unten im Tank ist. Aber ich habe bei einer RDTA gern hier oben ein bisschen Spiel, ja, was die Watte betrifft. So. Zack. Watte ab. Watte rein. Also das finde ich auch so ein bisschen cool gemacht hier, diese Watteführung hier, diese Wattenischen, weil man hatte ja beim Combo immer so, den Combo habe ich euch ja noch gar nicht vorgestellt, das werde ich dann wohl nochmal nachholen, dann kann man das auch nochmal ein bisschen augenscheinlicher betrachten, weil der Combo hat nämlich sowas nicht. Und wenn man sich den neu ja, gewickelt, wattiert hat und so weiter, dann ist das auch schon manchmal passiert, dass man die Watte dann mitgezogen hat beim Zusammenschrauben von dem Combo. Tut mir leid, wenn ich wirklich ab und an jetzt wieder aus der Kamera verschwinde. Mein Bewegungsradius ist dann doch ein wenig beschränkt hier. Könnte man eigentlich fast so lassen. So. 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 Und auch bei einer RDTA. Na, jetzt hab dich nicht so. So, rein da, genau. Und auch bei einer RDTA, wenn es nicht jeder macht, aber ich mach das. Ich mache mir jetzt hier schon mal ein bisschen Liquid drauf auf die Watte. Und auf die Wicklung, dass ich das hier noch ein bisschen ja verarbeiten kann, die Watte ein bisschen strecken kann, dass ich hier weiß, okay, hier muss ich hin, das kann man machen, so. Dass halt eine ordentliche Führung drin ist. Also bei der Watteverlegung, das ist das A und O, ist wie gesagt noch wichtiger als ein Coil. Ich hoffe, da stimmen mir manche da draußen von euch zu. Aber das sieht richtig gut aus. Dann können wir nämlich jetzt schon hergehen und setzen wieder hier unseren Verschluss rechts versetzt. Unten rein,
so bis es einrastet. Links rüber, dann ist es zu. Seht ihr, wir haben die Watte nicht verrückt. So, jetzt nehme ich hier unsere kleine Madenschraube. Ob das natürlich jetzt so viel Sinn macht, diese Madenschraube da reinzusetzen. Ob. Ja, es ist schon ein Spiel für sich. Vor allem, wenn das dann so klein ist alles. Deswegen so ein Magnetschraubenzieher ist dann schon wirklich sehr, sehr sinnvoll. So, jetzt sitzt sie drinne. Auf der anderen Seite haben wir keine, seht ihr? So, dann machen wir hier unseren ersten Airflooring drüber. Zack. Wollt jetzt nicht. Steht ein bisschen ab. Habe ich den verkehrt rum? Nein, habe ich nicht. Dann klar, wenn das neu oder gereinigte Sachen sind, dann immer mal ein bisschen so mit Liquid befeuchten. Ne? Weil sonst können euch auch die Ohrringe irgendwann reißen. Seht ihr? Und schon passt das wie die Faust aufs Auge. Und jetzt gehe ich hier. Liquidflasche. Und jetzt achtet mal unten auf den Tank. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Zack. Und da kommt es reingeflossen, das Liquid. Weil es von hier oben, also hier, das Loch ist auch richtig, richtig schön groß. Also hier passen sämtliche Flaschen rein. Und zack. Schon ist er voll. Klasse. Finde ich richtig stark und stylisch gemacht, was hier iJoy auf die Beine gestellt hat. Mal hier oben über die Wicklung nochmal ein bisschen Liquid. So. Habe ich noch an. Oh ja. Putzeln tut das auch schon richtig fein. So. Machen wir hier noch unsere Side Airflow. Zack. Zack. Wunderbar. Danke euch schon mal für diese Zeit, die ihr euch genommen habt, um euch das alles mit anzuschauen. Aber so sieht das Ganze jetzt aus. Wir sehen uns in der Totalen und dampfen das gute Stück. Bis gleich. Willkommen zurück in der Totalen. Ja, wenn man nicht ganz vorbereitet ist, dann kann auch mal das eine oder andere natürlich ein bisschen nach hinten losgehen. Und dann ja, dauert alles ein wenig länger. Vielen, vielen Dank da nochmal für eure Geduld. Finde ich richtig, richtig mega. Vor allem, ich konnte ja den iJoy 5 RDTA noch nicht mal testen. Ich habe ihn heute bekommen. Habe mir gedacht, so, wop, jetzt setzt du dich da dran und packst den zusammen mit euch aus. Und ja, klar, meine kleinen Infos habe ich mir schon eingeholt. Ja, also vom Tank her und so weiter. Na, wie viel reinpasst an Liquid. Ich meine, das stand ja auch dann hinten auf der Verpackung schon drauf. Aber so sieht jetzt der iJoy 5 auf meiner Thors Hammerbox aus. Und ich muss euch wirklich sagen, was iJoy da gemacht hat, also ich finde es genial. Außer diese eine kleine Schraube. Ob die jetzt wirklich dann zum Fixieren da ist oder zum Halten nochmal, ich kann es euch nicht sagen. Aber Velocity Deck, leicht zu wickeln, wie ihr gesehen habt, auch wenn es da nicht hübsch aussieht, nur achten drauf, dass ihr mit der Wicklung nicht an das Befüllsystem kommt. Ja, und wir können halt das Strip-Tip nicht tauschen, also dieses Strip-Tip ist das Einzige, was hier drauf passt. Beziehungsweise andere Farben sind bestimmt überall erhältlich. So, ich habe den jetzt bei geschmeidigen 45 Watt bei 0,19 Ohm. Airflow müsste komplett geöffnet sein und dann schauen wir mal, was er macht. Wow. Also der drückt und haut schon richtig raus bei 45 Watt. Das ist richtig Wahnsinn. Ich gucke mal, ob ich hier oben
Zack. Ich glaube, die Airflow habe ich jetzt oben zu. Wird der Dampf natürlich gleich wärmer, wenn man oben die Airflow gleich zumacht. Okay, also man sieht dann diesen Lichteinfall oben in der Airflow. Jetzt habe ich direkt hier die Wicklung daneben setzen, auch hier unten. Ich mache mal hier unten die Airflow zu und lass mal oben komplett auf. Ist dann halt schon sehr, sehr straff, ne? Also wenn wir unten die Bottom Airflow zu machen. Aber ich finde es mit komplett offen, unten sowie oben, sensationell. Machen wir mal 60 Watt. Also der haut richtig, richtig ordentlich raus. Und nicht nur der iJoy 5. Vielen Dank, Sergey. Der Draht ist wunderbar. Richtig kleine Geschmacksbombe. Wunderbar. Also von mir bekommt der iJoy 5 definitiv vom Nordmann, kriegt er einen Daumen hoch. Checkt ihn aus. Holt ihn euch. Absolute Empfehlung, weil, wie gesagt, die zwei Schwachstellen, die jetzt der Nordmann, oder was heißt Schwachstellen, diese eine kleine Schraube und dass man halt das Drip-Tip nicht tauschen kann. Aber ansonsten, super Gerät und Daumen hoch an iJoy. Das ist wirklich mal, also es ist kein Vergleich Limitless, wollte ich schon sagen, zum iJoy Classic RDTA oder auch gar zum Combo. Und der Combo ist auch ein Gerät, was der Nordmann sehr, sehr oft nutzt oder sehr gerne nutzt. Ja. Apropos, die Minute haben wir jetzt auch. Ich bin der Meinung, diese Fuse Clapton besteht aus reinem Edelstahldraht. Wir gucken jetzt mal, wie der iJoy 5 auf einer Tube sich macht. Wie der da drauf aussieht. Also er wird auch nicht brutal heiß oder sowas, wird auch nicht warm. Also immer drauf achten, Pluspolschraube muss vorschauen, damit man auch sicher ist, dass da kein kurzer entsteht. Und ja, immer die Akkusicherheit beachten. Ne? Also ich habe mir jetzt auf der VGOT drauf. Hammer. Also ich kann es nicht anders sagen. Also ich finde es sehr schick. Mal gucken, was jetzt der Draht vom Sergey macht auf der VGOT. Wow. Macht dem Nordmann jede Menge Spaß, der iJoy 5. Und ich hoffe, ich konnte euch überzeugen, aber ich schraube ihn wieder auf die geregelte, weil da kann ich dann noch mal ein bisschen mit der Wattzahl spielen, was man natürlich bei einer mechanischen Tube nicht machen kann. In diesem Sinne, ich hoffe, das verlängerte Video hat euch mal wieder gefallen. Der Nordmann konnte euch etwas näher bringen aus dem Hause iJoy, den iJoy 5, die fünfte Generation. Ich werde auch noch mal zusehen, dass ich den 5S an die Backe kriege und dann werde ich euch auch noch mal den 5S gegenüberstellen. In diesem Sinne, Vape on, Vape safe, Vape Viking hard. Macht's gut, ihr Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.